Hallo YouTube und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Day of Tentacle. Im letzten Part haben wir mit Hoagie gezockt, haben Laverne freigeschaltet und gucken uns jetzt gerade in der Gegenwart ein bisschen um. Grün! Bernard! Was machst du hier oben? Tja, ich konnte Purpur nicht stoppen und er ist losgezogen, die Welt zu erobern. Ich habe Angst vor dem, was er mit mir macht, wenn er mich findet. Beantwortet das deine Frage? Ja. Hey! Was gibt's, Bernard? Okay. Willst du mir helfen, die Welt zu retten? Ich habe Angst, den Raum zu verlassen. Ich glaube sogar, dass ich mich nicht vom Fleck rühren kann. Purpur macht mir höllische Angst. Was glaubst du, was Purpur jetzt macht? Nun, er will die Welt übernehmen, also denke ich mal, er wird etwas Gemeines anstellen. Macht er Genexperimente mit kleinen Schmusetieren? Ich will es nicht beschwören, aber ich dachte da mehr an etwas Politisches. Wozu die Kiste? Hast du eine Katze? Frag nicht. Kannst du mit der Bowlingkugel spielen? Nein, Purpur hat sie hergebracht, nachdem er Arme bekam. Er war aber ziemlich enttäuscht, weil er keine Finger hat. Wie setzt sich ein Tentakel in ein Sitzkissen? Oh, das ist ganz einfach. Wieder rauszukommen ist viel schwieriger. Wie geht es deiner neuen Band? Grüntee und die Sushi-Teigs? Wir machen uns gut. Wir haben uns entschieden, die Qualität unserer Band zu verbessern. Sorgfältig zusammengesetzte Melodie und klare Aussagen? Lautstärke, Mann, Lautstärke! Wir müssen das ändern, um eine Chance auf ein Grimmi zu haben. Wir nehmen die Pausen raus. Okay, das ist ja richtig, richtig, richtig spannend. Schon mal im Radio gewesen? Nein, fürs Radio sind wir etwas zu unkonventionell. Aber wir haben viele Fans in der Szene. Aha. Brauchtet ihr nicht vor kurzem einen neuen Gitarristen? Ja, aber wir haben uns dann für einen Typen entschlossen, der Elektrowerkzeuge spielt. Dadurch kriegen wir mehr Sound. What the fuck, Leute? Arbeitet ihr an einem Album? Ja, wir machen eine CD. Rap auf der Stirn. Da sind ein paar Stücke in der Anlage, wenn du sie hören willst. Großartig. Jupp. Man sieht sich, Grün. Ja, viel Glück beim Weltretten, B-Man. Okay, alles klar. Videoband. Wir nehmen jetzt hier erstmal mit. Wieder hier eine Star Wars-Referenz mit einem Stormtrooper. Wenn ich die Bowlingkugel nehme. Das ist zu schwer für mich alleine. Okay, Lautsprecher. Welteroberungspläne. Oh oh, sieht so aus, als ob es klappen könnte. Kann ich den mitnehmen? Das ist zu schwer für mich alleine. Die Welteroberungspläne, mein Freund. Ich will die Welt nicht erobern. Okay. Okay, okay, okay. Die würden Hoagie gefallen. Gut, dann machen wir mal die Anlage an, oder? Es geht nicht. Wow, das ist laut. Das ist wirklich laut. Ah. Ah. Ah, okay. Okay, ich verstehe. Die Kotze hat sich schon ein bisschen gelöst. Läuft, Leute. Läuft, Leute. Und jetzt machen wir den Scheiß wieder aus. Gut. Dann können wir uns auf jeden Fall die Kotze holen. So, aber bevor wir uns die holen, ich denke nicht, dass die weglaufen wird. Schauen wir uns jetzt oben noch um. Hey, die Statue kennen wir doch, oder? Die bastelt doch der Kaschbl in der Vergangenheit.
Da steht, Edna, danke, dass du mir das Fieber gabst. Okay. Und hier die Videoüberwachung. Das ist unten das Büro vom Edison, der deprimierende Kerl. Dr. Freds Büro. Da passiert nichts. Geh da weg! Alter, lass mich halt da hin, ich will da gucken. Etwas Seltsames passiert hier. Quatschen wir mal mit dir. Entschuldigung. Was ist? Ich habe... Sag mal, bist du nicht Bernard Bernoulli? Ja. Ja, das stimmt. Ich wusste es. Du bist vor ein paar Jahren in unser Motel eingebrochen, um deinen Freund zu retten. Warum bist du diesmal gekommen? Ich versuche, ein Tentakel von der Diktatur abzuhalten. Wirklich? Wie schön! Ziemlich gute Ausrüstung haben Sie hier. Ja, das Überwachungssystem ist das Beste im ganzen Staat. Könnte ich wohl ein bisschen damit spielen? Auf keinen Fall! Ich werde dann mal gehen. Komm zurück, wann immer du willst. Okay, die Alte ist echt verrückt. Verpiss dich. Nee, oder das geht ja wirklich. Oder auch nicht. Aber die hat sich an der Statue festgehalten. Wetten wir, dass wir die in der Vergangenheit... Ja, die kann man in der Vergangenheit ändern, Leute. So, was haben wir hier? Hey, bist du nicht der verrückte Ed Edison, die alte Nuss? Ja, nun, ich... Moment, kenne ich dich? Natürlich, Bernoulli, Bernard Bernoulli. Ich war schon mal da, klaute deinen Hamster und das Sparschwein. Da läutet nicht. Aber ich kann mich eh nicht an viel aus dieser Periode erinnern. Mein Psychotherapeut sagt, damals wäre mir etwas Traumatisches passiert, das ich verdränge. Okay, das ist hier auf jeden Fall eine Referenz auf Manic Manson. Und ich habe das Spiel tatsächlich nie gezockt. Ich habe keine Ahnung, was mit ihm passiert ist. Ich weiß nur, dass hier hinten ein Easter Egg an dem Rechner ist, dass man an Manic Manson total durchzocken kann. Vielleicht machen wir das als kleines Special am Schluss. Na los, Ed, erzähl's mir. Teil deinen Schmerz mit Bernie. Es geht mir jetzt besser. Ich habe diese schlechten Gedanken nicht mehr. Ich sammle jetzt Briefmarken. Okay, der Kerl hat jetzt komplett eine andere Waffe. Und wenn ich sie haben will, muss ich irgendwie da drankommen, offensichtlich. Süßer Hamster, kann er Kunststückchen? Nein, es ist einfach nur da. Ich hatte mal einen richtig tollen Hamster, aber irgendetwas passierte mit ihm. Okay, also in Maniac Manson haben wir offensichtlich irgendwas mit seinem Hamster gemacht. Was ist aus dem alten Hamster geworden? Ich kann mich nicht erinnern. Wenn ich es versuche, ist dann nur dieser Blitz und dieses schreckliche Geräusch. Alter, was haben wir mit seinem Hamster gemacht? Was war denn das für ein Geräusch? Es war eine Art Ding! Mein Gott, ich höre das immer im Traum. Und den Kerl haben wir komplett kaputt gemacht. Das ist eine nette Sammlung. Kann ich sie haben? Nein! Ich meine, nein. Die bedeuten mir sehr viel. Manchmal denke ich, sie sind meine einzigen Freunde. Was für ein Psycho, Leute. Nee. Hoffentlich habe ich dich nicht zu sehr aufgeregt. Den lassen wir jetzt. Den lassen wir jetzt einfach mal. Friede sei mit dir. Mann, ist das ein Psycho, Leute. Nimm uns den Hamster einfach mit. Das geht tatsächlich. Wahnsinn. Ich habe hier mit seinen Briefmarken eine Idee.
Wir hatten doch irgendwo mal hier diese Zaubertinte. Hey, möchtest du einen Trick sehen? Mann. Sicher. Toll, oder? Meine Pony-Express-Briefmarken. Du hast meine Pony-Express-Marken ruiniert und 5 Jahre Therapie. Raus aus meinem Zimmer! Ui, was für ein Klotz. Er sollte etwas gegen diese... negativen Gefühle tun. Okay. So. Damit haben wir eine Briefmarke und ein Briefmarkenalbum. Und ich habe keine Ahnung, für was wir beides brauchen. Schauen wir uns das nochmal an. Sieht so aus, als ob die Tinte jetzt wieder weg ist. Sollen wir den Spaß nochmal machen? Raus hier! Oder geben wir ihm das Ding zurück? Hey, der Fleck ist wieder weg. Ich glaube, ich kann dir verzeihen. Sehr nett, danke. Manchmal mache ich komische Sachen und weiß nicht mal warum. Als ob mein Körper von einem perversen, sadistischen Puppenspieler gesteuert würde. Tja, wir alle haben manchmal dieses Gefühl. Zu geil. So, wie gesagt, an dem Computer ist Manic Manson. Aber das zeigen wir nicht im heutigen Part. So, okay, wir haben jetzt hier auf jeden Fall schon einiges herausgefunden. Wir müssen diese Statue hier verschwinden lassen. Okay, wo sind wir denn hier? Schaut auf jeden Fall anders aus als in der Vergangenheit. Aha. Keine Zeit dafür. Ich rette die Welt vor Purpur-Tentakel. Es ist nicht ganz das Ritz. Okay, also hier können wir mit dem Bett schon mal nichts machen. Das ist schon auf. Okay. Okay. Hier haben wir auch diesen Flaschenzug. Eine Kurbel. Kann ich hier mitnehmen? Die kann ich wirklich mitnehmen. Kann ich die Fahnenstange mitnehmen? Was zur Hölle sollte ich mit einer Fahnenstange? Ja, hätte ja sein können. Eine primitive, aber nützliche Einrichtung, welche Verletzungen durch das Einatmen von giftigem Rauch verhindert. Danke für diese extrem gute Erklärung. Aber hier können wir leider nicht reinflutschen. Das wäre jetzt zu schön gewesen. So, wir haben jetzt auf jeden Fall noch die Kotze zum Aufheben. Dann haben wir einen Schlüssel. Ich glaube, mit dem Schlüssel können wir mit dem Einbrecher was machen. Yep. Das müsste gehen. Und mit dem Kerl müssen wir auch noch irgendwas machen, weil die Knarre, da behaupte ich, die brauchen wir. Da bin ich mir ziemlich sicher. Ich denke mal, dass wir die gegen das Feuerzeug austauschen können. Und hier diesen Kaugummi. Vielleicht kriegen wir jetzt, wenn wir den Schlüssel dem Einbrecher geben, vielleicht kriegen wir dann die Brechstange und können den Kaugummi vom Boden lösen. Das wäre echt eine Idee. So. Okay, dann versuchen wir das mal. Hier, vielleicht sind das die Schlüssel. Wo? Gib her! Danke, Freund. Behalt die Brechstange. Nice, Leute. Nice, Leute, wir haben die Brechstange. Vielleicht dieser. Mist. Gut, wir haben den Kerl jetzt beim Diebstahl vom Auto geholfen, aber der hätte so oder so gestohlen. Daher haben wir da jetzt einfach mal kein schlechtes Gewissen. Oder? Was meint ihr? Genau. Und ich dachte, vielleicht kann man hier mit der Brechstange... Bingo, Leute! Geht! Das läuft! Das läuft. Und jetzt, glaube ich, wird's echt ekelhaft. Ja. Es wird ekelhaft. Ekelhaft! So, was wir mit dem Kaugummi machen können, weiß ich nicht. Allerdings weiß ich, was wir mit der Münze machen können. Wir hatten ja oben dieses Rütteldingens. Und mit den Zähnen, glaube ich, habe ich auch eine Idee. Denn
Der macht doch in der Vergangenheit nur das Feuer an, wenn George kalt wäre. Und wenn wir ihm diese Klapperzähne reintun, dann könnte man denken, dem ist kalt und dann macht er wahrscheinlich das Feuer an. Irgend sowas. Und, dicker Mann? Läuft. Bäh, tropfnass. Ekelhaft. Okay. Der Frufu-Smaragd, Leute. Und ich habe noch eine Idee. Awesome, Leute. Awesome. Das läuft ja heute richtig. Gut, an Kleingeld sollte es nicht mehr hapern. Mal sehen, das sind circa 876.650er. Ich glaube nicht, dass so viele reinpassen würden, aber okay. 1968. 1974. Oh, 1977. So, das könnte jetzt ein bisschen dauern, Leute. Einfach zurücklehnen und genießen. So, wie viel Kohle haben wir denn jetzt? Mal sehen, das sind circa 876.650er. Ja, das reicht noch nicht ganz für unseren Diamanten. Alter Schwede, hat ja viel hier. Okay. So. Was haben wir jetzt hier, was wir in der Vergangenheit brauchen können? Kann ich das hier einfach so weitergeben? Ich renne kurz zum Chrono John. Da ist was im Chrono John. Oh, das geht tatsächlich. Okay. Gut. Ich könnte mir vorstellen, dass er das Help Wanted auch braucht. Ich benutze das Chrono John. Kann ich das kippen? Okay. So. Was könnten wir in der Vergangenheit noch brauchen? Die Plastikkotze. Könnten wir die hier irgendwo brauchen? Hat das vielleicht was mit dem Pferd zu tun? Die, glaube ich, brauchen wir auch unten. Was haben wir denn noch? Kein Etikett, wahrscheinlich unbespielt. Ah, okay. Es ist aus Georges Haushaltswarenladen. George sagt, dass jeder Amerikaner einen Staubsauger im Keller haben sollte. Okay, das ist doch was für die Unabhängigkeitserklärung. Okay. Gut, ich glaube, mehr können wir hier gerade nicht machen. Dann schauen wir mal zu Hoagie. Jawohl, Leute. Hab ich mir gedacht. Gesucht? Fleißige Aushilfe? Jenny helfen? Nun, ich bin das einzige Genie hier. Und du siehst dumm genug aus. Also, nimm deinen Arbeitskittel und geh an die Arbeit. Ich habe keine Ahnung, für was wir den brauchen. Ne, ganz im Ernst. Voll mit Plänen und Müll. Ich habe keinen Plan, was wir den brauchen. Also nicht den blassesten Schimmer. Aber wir haben gesagt, wir müssen die Statue manipulieren. Wo waren denn die Kasperl drin? Die waren nicht hier drin, auf keinen Fall. Hier waren die auch nicht drin. Die waren doch... Nee, hier waren die nicht drin. Nee, hier waren die auch nicht drin. Mann, wo waren die denn? Ah, hier waren die drin. Und bei dem bin ich mir ziemlich sicher, dass wir dann einen Tausch machen können. Ja. Oh nein!
Ich hab's verlernt. Tja. So schnell kann's passieren. Oh, wo ist nur die Muse hin, die einst meine Hand so künstlerisch führte? Muss die Inspiration so flüchtig sein, Kunst so grausam? Tja, das kann mal passieren. Ich bin ein Versager. Sag das nicht nett. Vater hatte recht. Wir Edison sind Wissenschaftler, keine Künstler. Lieber Bruder, wir müssen stark sein in diesen Zeiten der Missgeschicke. Warum lässt du mich nicht einfach mal eine Weile hämmern? Ich räume diesen Müll weg und fange neu an. Du ruhst dich aus. Trinkst einen Cappuccino. Ich bin froh, dass wir getauscht haben. Ich glaube, das könnte etwas werden. Wisst ihr, was das bedeutet? Wir können die alte Schabrack jetzt aus dem Raum schieben und sie kann sich nicht mehr festhalten. So, und wie kommen wir jetzt an dieses Kackgebiss vom Pferd ran? Den Witz scheint er nicht zu mögen. Okay. Das ist einer der wenigen Plätze, an dem Plastikkotze nichts nützt. Okay, wir müssen irgendwie an seine Zähne dann kommen. Aber wie? Okay. Gut, wir haben jetzt einen Kittel. Wir haben jetzt einen Kittel. Eine Briefmarke noch. Was könnten wir mit diesem scheiß Kittel machen? Sie sind brillant. Was für ein Design. Kommen Sie sofort nach Baltimore. Kann ich die hier da draufkleben? Ich will nicht. Nö, kann ich nicht. Hätte ja sein können. So, aber wir haben hier auf jeden Fall noch was aus der Zukunft, was ich da auf jeden Fall reinschmeißen kann. Da bin ich mir fast sicher. Und zwar... das war so klar. Junge, ist das still hier drin? Vielleicht sind ja inzwischen irgendwelche Ideen in der Vorschlagbox. Eventuell sollte mal jemand nachsehen. Ich sage euch, ich habe eine Idee. Hat sie irgendwas mit Feuermachen zu tun? Nein. Ich dachte darüber nach, ob wir nicht die Vorschlagbox öffnen sollten. Meint ihr nicht auch? Sicher, George, wenn du meinst. Klar, wenn es für dich gut ist, dann auch für uns. Prächtig. Was denkt er sich? Niemand Wichtiges war heute hier. Was könnte in der Vorschlagbox sein? Vielleicht lässt er sich selbst etwas einfallen. Oh! Hier ist ein Vorschlag. Da steht... George sagt, dass jeder Amerikaner einen Staubsauger in seinem Keller haben sollte. Was meinen Sie, Gentlemen? Was immer du meinst, George. Dein Name steht da. Also hattest du wohl einen guten Grund, das vorzuschlagen. Ja. Es ist seltsam. Ich bin nicht sicher. Nun, ich hatte wohl meine Gründe dafür. Wenn niemand etwas dagegen hat, sollten wir das in die Verfassung aufnehmen. Niemand? Gut. So sei es Gesetz. Was ist ein Staubsauger? Okay, das ist wohl in der Zukunft wichtig. Weil das war der Zukunftskeller. Auf keinen Fall war das der Keller in der Gegenwart. So, jetzt haben wir auf jeden Fall schon mal in der Verfassung rumgefuscht. Und ich würde sagen, das ist auch schon genug Gefusche für die Folge.
Ich hoffe, ihr hattet euren Spaß. Bewertet das Video, schreibt fleißig Kommentare und wie immer abonniert meinen Kanal. Würde mich megamäßig freuen. Vielen Dank fürs Zugucken. Wir sehen uns bald wieder. Bis dahin. Genau. Ciao.